Was wir in den nächsten Jahren tun, entscheidet über die Zukunft sämtlicher kommender Generationen. Wenn Kipppunkte im Klimasystem erst einmal überschritten werden, haben wir alle Handlungsspielräume verloren. Aber wir müssen ehrlich sein. Den Schaden, der bisher angerichtet wurde, können wir nicht mehr reparieren. Egal wie sehr wir uns anstrengen, unser Planet wird noch heißer werden. Die Klimakrise ist auch in Österreich voll angekommen. Aber die Klimakatastrophe können wir noch abwenden. Dafür braucht es den Druck und die lauten Rufe von der Straße. Sie sind nicht wirkungslos. Ohne sie wären wir nicht in die Regierung gekommen. Ohne sie gäbe es jetzt keine jährliche Ökostrommilliarde, kein Rekordklimabudget, kein Klimaticket und kein Bahnausbauprogramm. Aber es ist nicht einfach. Es gibt viele Leute, die bremsen und die blockieren. Die wollen weiterhin wie besessene Autobahnen bauen. Genau deswegen ist der Protest von jedem Einzelnen ein so wichtiges Signal. Noch ist es nicht zu spät. Noch ist der Kampf für eine lebenswerte Zukunft nicht verloren. Das schaffen wir nur gemeinsam.